Ui, Junge, das hat jetzt gedauert. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Fire Emblem Radiant Dawn. Wir sind hier immer noch im vierten Kapitel. Nach genau 457 Zügen später hat es der Bund der Morgenröte endlich geschafft aufzusteigen. Bis auf Mikaya, die kann er nicht. Und für Iliana hat es dann auch nicht mehr gereicht. Das Problem ist, sie würde ihn halt wegdoppeln, das kleine Opfer hier, den wir hier zum Trainieren benutzt haben jetzt letzten Endes. Die ganze Karte ist mittlerweile leergeräumt, alle sind unserem Level-Drang zum Opfer gefallen, nur er ist halt übrig geblieben. Und naja, Iliana doppelt ihn halt und kann ihn deswegen nur jetzt mit einem Schlag besiegen, da kann sie halt nicht großartig trainieren. Bei den anderen konnte man das immer noch umgehen, indem man einen anderen Charakter weggerettet hat. Dadurch ist ja die Fähigkeit und die Geschwindigkeit um 7, glaube ich, reduziert worden oder halbiert. Irgendwie sowas war es. Und naja, da konnte man halt schon dafür sorgen, dass die Charaktere langsam bleiben. Geht bei ihr nicht. Sie kann niemanden retten und naja, also wird sie den ja gleich besiegen. Jedenfalls, davon abgesehen, Mikaya hat eine Münze gefunden, hier in den Kostbarkeiten sind nämlich auch Schätze zu finden. Da hat Mikaya Glück gehabt und die eine Münze gefunden. Sota hat die Schatztruhen leergeräumt, hat eine Engelsrobe und ein Weihwasser aus den Truhen geplündert. Und ein Raubtierfeind. Der Raubtierfeind versteckt sich da. Ansonsten hat sich da, glaube ich, nicht so viel getan. Meg hat fast alle ihre Bronzeschwerter aufgebraucht, die sie hatte. Ist jetzt zum Schwertgeneral geworden, ist aufgestiegen. Ist ziemlich flott. Also die Maximalwürfe für die Geschwindigkeit wird sie wahrscheinlich bald wieder cappen. Ansonsten, ihr Glück ist auch ziemlich hoch. Verteidigung ist auch ganz okay. Ich bin eigentlich ziemlich zufrieden damit, wie sie rausgekommen ist. Schwert ist auf B. Sie hat nach dem Aufstieg noch Lanzen dazu gekriegt. Dann, Edward ist auch aufgestiegen. Der hat witzigerweise noch ganz viele Bronzeschwerter übrig. Ich bin nämlich mit den Werten eigentlich auch relativ zufrieden. Und naja, er hat es aufs A-Ränkchen geschafft. Leonard hat nur B. Aber hey. Ich glaube, mit seinen Werten kann man auch ganz zufrieden sein. Er hat auch noch sehr viele Bögen übrig. Bei ihm ging das auch ziemlich, ziemlich schnell. Dann haben wir Nolan. Der hat seine Magie gemaxt. Ist ja nur 5. Resistenz hat er auch fast auf Maximum wieder. Und naja, er hat noch 2 Bronze-Äxte übrig. Den Axtrank hat er auch auf A bekommen. Aaron ist immer noch sehr unglücklich. Und ziemlich unmagisch. Hat dafür aber eine Hammerverteidigung, eine Hammerfähigkeit entwickelt. Hat Lanzenrang C. Und er hat kritisch plus 5 dazu bekommen. Das hat er vorher, glaube ich, nicht. Und dann ist Laura auch aufgestiegen. Laura kann jetzt Lichtmagie führen. Neben den Stäben. Und Stäbe hat sie gleich schon auf S gekriegt. Dank Disziplin hat sie ja immer doppelte Waffen-EP bekommen. Wertetechnisch, Magie hat sie auch fast auf Maximum wieder. Also, das hier hat ein ziemlich gutes Wachstum gehabt. Und naja, Iliana hat sich eigentlich kaum verändert. Ich glaube, hat die überhaupt ein Level gemacht? 1 oder 2 hat sie, wenn dann, gemacht. Mikaya ist halt auch noch auf Level 11. Naja, erledigen wir ihn mal. Oh, ich habe die Animation noch gar nicht wieder angestellt. Naja. June? June, wo bist du? Du kannst jetzt rauskommen. Du, dieser Vogel. Ein bisschen komisch ist das schon. Du bist doch nur eifersüchtig. Warte, ich habe etwas gehört. Hat sie? Ich höre nichts. Jemand singt. Es kommt von dort drüben. Mikaya, warte. Hallo? Ihr da? Wer seid ihr? Ich bin Raphael. Eine Stimme führte mich hierher. War es die eure? Nein. Doch auch ich wurde von einer Stimme hierher geführt. Jemand oder etwas wollte wohl, dass wir beide hier sind. Ihr seid ein Lagus, nicht wahr? Ihr seid vom Clan der Serenis. Und jene beiden vom Stand der Raubtiere. So ist es doch. Ihr habt völlig recht, junger Beorg. Eure weißen Schwingen verraten, dass sie der königlichen Familie der Serenis angehört.
Seid ihr zufällig mit Prinz Rhaeson verwandt? Rhaeson? Mein jüngerer Bruder? Ihr wisst von ihm? Das könnte man so sagen. Wir haben eine Weile unter demselben Kommando gedient. Was? Wollt ihr damit sagen, dass mein Bruder noch am Leben ist? Ja, allerdings, das ist er. Soweit ich weiß, gilt das auch für euren Vater, den König und Prinzessin Leanne. Sofern ihnen nichts passiert ist, leben sie alle drei im königlichen Palast in Gallia, dem Land der Raubtiere. Das ist unglaublich. Mein Vater und meine süße Leanne, sie sind noch am Leben. Oh, der Göttin sei Dank. Ich bin nicht allein. Nicht mehr. Ah. Raphael. Hallo. Und wer seid ihr? Ich bin Nyla, Königin von Igona. Und dies ist Vuluk, mein getreuer Diener. Unser Königreich liegt weit im Osten. Auf der anderen Seite der Wüste gibt es noch ein Land? Wie ich schon sagte, von dort sind wir hierher gereist. Bis wir auf Raphael trafen, wussten wir nicht, dass es Länder auf dieser Seite der Wüste gibt. Schließlich hatte bis dahin niemand die Wüste des Verderbens durchquert und konnte das Wissen darüber verbreiten. Ohne die Führung von Raphael hätten wir die Durchquerung der Wüste nie überlebt. Mein Volk, der Clan des Serenes, wurde des Mordes an Benions Kaiserin beschuldigt. Das Volk Benions erhob sich in seiner Wut. Es tötete die Serenes. Ich dachte, der ganze Clan, meine Rasse, wurde ausgelöscht. Meine Verzweiflung ließ mich durch die Wüste irren. Wenn die Königin mich nicht gefunden hätte, wäre ich gestorben. So schwor ich in Igona, ihr mein ganzes Leben zu widmen. Und doch rief jede Nacht in den letzten 3 Jahren eine Stimme nach mir. Nacht für Nacht rief sie mich und wurde stärker. Bis diese Stimme mich endlich zu euch führte. Eure Kunde erfüllt mein Herz mit Freude. Vater, Rhaeson, Leanne, meine geliebte Familie. Ich danke euch, oh Göttin. Ach. Raphael, ihr redet zu viel. Beherrscht euch bitte. Ihr Beok, wie kommen wir am besten nach Gallia? Für eine Gruppe Lagus käme es einem Selbstmord gleich, durch die Landschaft Dahens zu reisen. Es wird zwar länger dauern, doch könnten wir bis nach Krimer mit euch reisen. Wir wären euch zu Dank verpflichtet. Wir sollten unbedingt zusammen reisen. Aber wieso sollten wir nach Krimer? Wieso reisen wir nicht direkt nach Gallia? Es wird für euch unmöglich sein, Gallia allein zu erreichen. Der Mann, der euch ins Land bringen kann, hält sich in Krimer auf. Dieser Mann Ike steht mit König Kinaegis und seinen Beratern in Kontakt. Ich bezweifle nicht, dass er euch helfen wird. Aha, Lord Ike, Held der Befreiung Krimers, Anführer von Grellsöldnern und der Vater von Sotes Kindern. Eine klassische Fehlübersetzung an dieser Stelle. Ja, wir haben so viel Zeit da in der Mission vergeudet, dass, naja, es ist nicht so mit Bonus-EP, sagen wir es einfach so. Gleich mal speichern, dass wir es hinter uns gebracht haben. So. Die Geschichte von Tellius ist eine Geschichte der Kriege. So wird es zumindest in den Liedern der Barden überliefert. Es ist die Geschichte eines nie enden wollenden Konflikts zwischen Beorg und Lagus, in Blut geschrieben und mit Misstrauen besiegelt. Die Beorg kämpfen mit den Waffen der Menschen, mit Schwert, Axt, Lanze und den Kräften der Magie. Die Lagus hingegen sind fähig zur Verwandlung in Raubtier, Vogel oder Drachen und sind so selbst Waffen. Beide Rassen wurden von der Göttin gleich erschaffen, doch keine konnte jemals die andere akzeptieren. Raphael, der Prinz der Serenes, Nyla, die Wolfskönigin von Igona und ihr getreuer Vuluk. Ist es Zufall, dass der Bund der Morgenröte auf diese 3 Lagus traf, oder ist es ein Omen? Mikaya bleiben nur Vermutungen. Kapitel 5. Der verlorene Erbe. Wüste des Verderbens. Verfallene Unterkunft. Wir müssen zur Wüste zurück. Ich fühle, dass wir dort noch etwas erledigen zu haben. Etwas zu erledigen haben.
Es wäre gut, wenn dein Gefühl uns hilft, Aschnards Kind so schnell wie möglich zu finden. Ich will nicht zu Dörrobst werden. Ich bin mir nicht sicher. Das sind so viele Bilder, die sich überlagern. Es ist schwer, jedes einzelne zu erkennen. Ich sehe Gefahr, Kämpfe, eine tiefe Traurigkeit, aber auch Hoffnung. Was unser Schicksal auch sein mag, ich weiß, dass wir es in der Wüste finden werden. Lass uns aufbrechen. In Ordnung, Mikaya. Ich gebe allen das Zeichen zum Aufbruch. So irgendwie witzig, dass Mikaya da den Ton angibt, wobei Nolan doch eigentlich der Anführer des Bundes ist. Naja, gehen wir in die Infogespräche. Hey Mikaya, ich habe die Schätze verkauft, die wir in den Ruinen gefunden haben. Wir haben jetzt also eine Reisekasse. Hat es sich denn gelohnt? Wir haben 10.000 in Gold. Toll, das ist uns eine große Hilfe. Schon. Aber es wäre besser, wenn es mehr wäre. Sote, 10.000 reichen doch aus. Wir brauchen nur so viel, um davon leben zu können. Habt mal mehr, verarmt die Seele. Ich weiß, Mikaya, ich weiß. In unseren Herzen sollte Reichtum und in unseren Taschen Armut herrschen. Zu Befehl, meine Dame. Sehr schön, haben wir 10.000 Gold erhalten. Mal gucken, was Naila von uns möchte. Ihr kehrt also in die Wüste zurück? Ja, wir müssen zurück. Mikaya, das ist Wahnsinn. Da stimme ich euch zu, Raphael. Mikaya, ich würde euch gerne was fragen. Wie können wir euch in diesem Kampf helfen? Was, aber... Bestimmt wollt ihr nicht in der Gesellschaft von Laguz gesehen werden. Aber wir können nicht einfach auf unseren Pfoten sitzen, sozusagen, während ihr euch in Gefahr begebt. Das weiß ich zu schätzen, aber... Ich hatte also recht. Kein Problem, dann nehmt nicht. Nein, nein, das ist es nicht. Bitte versteht das nicht falsch. Es ist nur so, dass... Was ist wohl, Luke? Ich verstehe, das ist wirklich eine gute Idee. Oh ja, auf jeden Fall. Diese Idee ist hervorragend. Ja? Oh, Luke, was ist denn los? Mikaya, wenn dieser Hund bei euch bei eurer Reise in die Wüste folgen würde, wäre das nicht ungewöhnlich, oder? Was? Ihr wisst, kämpfen wir nur in unserer verwandelten Form. In dieser Form können wir uns aber nicht allzu lange bleiben. Es erschöpft uns zu sehr. Voluk aber beherrscht den Halbwandel. So kann er den ganzen Tag die Form eines Tieres beibehalten. Kidney Naila, ich weiß eure Hilfe wirklich zu... In dieser Übergangsform ist er nicht so stark wie sonst. Aber dennoch wird er problemlos mit jedem Beok fertig. Wie könnt ihr Voluk nur als Hund bezeichnen? Ich weiß, er ist nicht so brav wie ein Hund. Ich bin mir auch nicht sicher, ob er stummrein ist, aber er kämpft gut. Das habe ich nicht gemeint. Mikaya, wir wünschen euch viel Glück. Luke, pass gut auf sie auf. Bitte seid vorsichtig. Das werde ich sein. Ich danke euch. Luke ist immer so unverblümt. Ja, wir haben einen neuen Charakter in unserem Reihen, den wir uns gleich angucken werden. Zuerst gehen wir noch die anderen Gespräche durch. Ihr seid also ein alter Freund von Laura? Das bin ich. Ich sollte mich wohl für meinen schlechten Geschmack bei der Wahl meines Arbeitgebers entschuldigen. Komisch, dass wir das Basisgespräch jetzt erst kriegen. Der pimmelt jetzt schon ein ganzes Kapitel bei uns rum. So, der hat mit uns gegen diese Raubtiere gekämpft und das war Mikaya scheinbar ganz egal. Macht euch keine Sorgen. Schließlich habt ihr uns gerettet. Als ich Laura sah, konnte ich es einfach nicht länger aushalten. Ich danke dir, Aran. Ich wollte da schon eine ganze Zeit fragen, Laura, was ist mit deinem Tempel passiert? Ich hörte, dass seit der Besatzung die meisten geistlichen Vandalen ihres Amtes enthoben und in Gefängnisse gesteckt worden sind. Dafür hat Benion seine eigenen Geistlichen entsandt. Ist dein Tempel davon betroffen? Zum Glück nicht. In meiner Gemeinde sagten sie mir immer eins. Benions Klerus würde nicht einmal davon träumen, seinen schäbigen Tempel in einem so abgelegenen Dorf zu betreten. Laura, ihr wurdet verschont. Wir haben der Göttin ausgiebig gedankt, dass sie unseren Tempel vor diesem Schicksal bewahrt hat. Ah, da habt ihr Glück gehabt. Oh, Aran, ich wollte dir noch eins sagen. Da du dich uns angeschlossen hast, musst du ein Bandit werden. Wie bitte? Ich soll ein Bandit? Das muss dich nicht wirklich beunruhigen. Die Banditen vom Bund der Morgenröte haben so tugendhafte Leute wie Mikaya in ihren Reihen. Na schön. Nein, wir sind keine Bandit...
Aber merkt dir eins, Aran. Wir müssen alles daran setzen, ehrenhafte Banditen zu sein. Für die Zukunft von da ein. Gut. Banditen? Oh Mann, wo ist diese Weise überhaupt? Ich will zurück nach Nevassa, nach Hause. Ein verlorener Erbe von Dains Thron? Wer weiß, ob es den überhaupt gibt? Natürlich gibt es den. Woher weißt du das? Kannst du es beweisen? Ganz einfach. Mikaya sagte uns, dass wir nach dem Erben suchen sollen. Also muss es ja stimmen. Stimmt, da hast du recht. Ihre Voraussagen treffen eigentlich immer ins Schwarze. Selbst wenn wir nicht finden, müssen wir uns keine Sorgen machen. Ich bin ja hier. Aber was redest du wieder? Seit wir den Wasser verlassen haben, hat sich meine Schwertkunst unendlich verbessert. Das stimmt sogar. Wenn wir erst einmal wieder zu Hause sind, werde ich unbesiegbar sein. Dann werde ich diese Tyrannen aus Dain rauswerfen. Nur mit meinen zwei Händen und meiner scharfen Klinge. Edward, zu träumen ist ja ganz schön, aber du solltest langsam mal aufwachen. Behauptest du, ich bin nicht gut genug? Tue ich nicht. Ich sage nur, dass jeder Mensch seine Grenzen hat. Ich werde mein Bestes geben, aber... Es ist ganz gleich, wie stark wir zwei sind. Wir können das, was in Dain vor sich geht, nicht verändern. Nicht wir zwei allein. Ach Mann, ich sag hier nur, was mein Ziel ist. Damit ich etwas habe, auf das ich hinarbeiten kann. Na klar. Aber du solltest solche Dinge nicht so viel daher sagen. Vielleicht ist es für dich nur Spaß, aber für mich ist es keiner. Wow, tut mir leid. Naja, mir auch. Ich wollte nicht so ernst werden, das ganze Kämpfen. Das macht mich manchmal ziemlich fertig. Hey Jungs, seid ihr auf einem Begräbnis? Was soll denn diese Schwermut in euren Gesichtern? Nolan! Ich habe eure Unterhaltung mitbekommen und möchte etwas dazu sagen. Ihr habt recht, jeder Einzelne allein erreicht nicht allzu viel. Aber ihr zwei seid junge Spunde. Ihr solltet euch eure Hoffnungen und Träume nicht einfach fahren lassen. Zumindest noch nicht. Aber... Hört zu! Wir allein haben keine Chance, Dain zu befreien. Doch wir können eins tun. König Ashnats verlorenes Kind finden und unter der Flagge von Dain gegen Benyon kämpfen. Wenn wir unsere Stärke so bündeln, haben wir eine viel bessere Chance, unsere Heimat zu befreien. Denkt ihr, diese kleine Motivation kann euch dazu bewegen, eure Folgenglieder etwas in Schwung zu bringen? Das ist toll. Danke, Nolan. Für einen alten Mann hast du ziemlich viel drauf. Mach mal halblang, sonst zeige ich euch, wozu alte Männer in der Lage sind. Leonard, geht es dir jetzt besser? Ja, sehr. Danke, Nolan. Wahrscheinlich wird man mit zunehmendem Alter wirklich weiser. Für wie alt haltet ihr mich eigentlich? Langsam bringt ihr mich ins Grübeln. Tja, ich würde sagen, Unterstützungsgespräche haben wir keine, aber naja, dadurch, dass hier jeder mit jedem supporten kann, gibt es die hier ja sowieso nicht. Aber wir können unsere Supports... Den Support können wir erhöhen. Oh, ich will nicht den erhöhen. Der Support war während des Trainings übrigens ziemlich praktisch, weil es häufig darauf ankam, ein, zwei Hits mehr einzustecken, damit sich die Heilstäbe nicht so viel aufbrauchen. Von daher war diese plus zwei oder dieses plus eine Verteidigungspünktchen halt noch echt nützlich. Mac gibt, hat Himmel. Himmel gibt, ich glaube, Solo-Treffer. Also könnten wir sie mit jemandem zusammenstecken, der nicht so eine gute Trefferquote hat. Da könnten wir Iliana wahrscheinlich mithelfen. Donner ist ja manchmal sehr inakkurat. So, jedenfalls, da ich die Basis verlassen, kommen wir zu unserem neuen Charakter, nämlich Vuluk, dem Wolfsterguts, die jetzt hier in Radiant Dawn ziemlich neu sind, beziehungsweise der neue Stamm. Er kommt mit einem A-Rank in dem Hieb, was ziemlich cool ist. Ich weiß nicht, ob ich das schon erklärt habe oder erwähnt habe, aber je höher das Waffenlevel bei den Hieben ist, wo kann ich ja nicht so einzeln anwählen, jedenfalls je höher das Waffenlevel beim Hieb ist, desto stärker wird auch die jeweilige Waffe, also der Zahn jetzt in dem Beispiel. Wenn Vuluk halt jetzt S erreicht, geht das glaube ich auf 12 und dann auf 14 auch bei S plus maximal, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob die Zahlen so stimmen, aber halt, ne, nur um das mal so ein bisschen zu verdeutlichen. Außerdem, ihr seht schon, dass sich Vuluks Werte nicht 1 zu 1 verdoppelt haben, wie das bei den Lagus im vorherigen Kapitel der Fall war, sondern sie ein bisschen schwächer sind. Das liegt daran, dass Vuluk eine besondere Fähigkeit hat, nämlich Inbrunst. Halbiert maximal mögliche Fertigkeitswerte, erlaubt es der Einheit, sich aber jederzeit zu verwandeln. Momentan ist diese Fähigkeit noch gelockt,
Das bedeutet, Vuluk ist immer verwandelt. Da können wir gar nichts gegen machen. Wir können ihm den Skill nicht wegnehmen. Später können wir den Skill aber wegnehmen. Das ist erstmal so viel Anfang, damit man halt lernt, mit dem Lagus umzugehen. Und er hat Heulen. Das heißt, nach einem indirekten Angriff ist der Gegner eventuell paralysiert, was ziemlich cool ist. Vor allem, weil Vuluk ja nicht auf Range kämpfen kann. Vuluk halt als Affinität Erde, eine meiner absoluten Lieblingsaffinitäten. Allgemein mag ich Vuluk als Charakter ziemlich gerne. Und er hat ziemlich gute Fähigkeits- und Geschwindigkeitswerte. Das ist so, er ist so quasi der Schwertmeister unter den Raubtier-Lagus. Also ein schneller Charakter, der sich mehr so aufs Ausweichen fokussiert als auf die Verteidigung. Und momentan ist er halt so, also zu dem Zeitpunkt, zu dem er in das Spiel beitritt, ist er halt einer der stärksten Charaktere mit Abstand. Kriegt relativ wenig EP, was für ihn jetzt aber relativ unwichtig ist. Was halt nur wichtig ist, ist halt, dass er Kämpfe sieht, um sein Waffenlevel zu erhöhen. Normalerweise setzt man ihn ziemlich wenig ein oder sollte ihn ziemlich wenig einsetzen, damit die anderen Charaktere halt die EP sammeln, weil er ja nur ein oder zwei kriegt. Dadurch, dass wir aber nur Ilian und Nikaya momentan leveln können, können wir das bei ihm ein bisschen lockerer angehen lassen und ihm vielleicht das ein oder andere Kämpfchen noch geben. Handel. Mal sehen, was es hier an Schätzen gibt. Gut, den Waffengut brauchen wir nicht, oder das Waffengut brauchen wir nicht unbedingt. Unsere Charaktere sind dadurch, dass wir die trainiert haben, haben sie ja sowieso schon ziemlich hohes Waffenlevel. Das können wir notfalls zu Hause lassen. Dann nehmen wir den Geist. Nimmst du erstmal. Edward braucht eine neue Windschneide. Eisenhangbogen ist eigentlich auch ganz sexy. Wenn wir schon in die Vollen gehen. Heilung braucht sie nicht. Und die anderen haben alle noch mindestens Bronzewaffen. Gut, wir könnten Laura auch ein richtiges Blitzbuch kaufen. Hier gibt es bestimmt welche zu kaufen. So. Was kostet das Elfendonner? Toll, fehlt uns so ein bisschen. Warte mal. Ja. Jetzt reicht's. Ihr Elfendonner ist ja eh fast leer. So. Damit haben wir offiziell wieder kein Geld. So, die Bonus-EP kann Iliana alle kriegen. So, fertig. Oh, Mikaya kann noch ein Pünktchen kriegen. Sehr gut. Der Rest braucht ja keine Bonus-EP. So was EP angeht, sind wir gut bedient. Ich glaube, den Geist möchte ich tatsächlich sparen. Also Mikaya wird in ihrem Leben bis Level 20 wird sie Magie garantiert nach ausmaxen. Also das ist sehr wahrscheinlich, dass sie das schafft. Alles andere würde mich dann doch wundern. Mikaya hat dafür ein ziemlich hohes Wachstum. Also von daher wäre es halt Verschwendung, den Geist auf bei ihr anzuwenden, der ihr ja zwei Magiepunkte geben würde. Ansonsten wäre Iliana noch eine Kandidatin dafür. Aber ich weiß nicht, wie wir Iliana noch weiter verwenden werden. Ob wir sie noch großartig trainieren. Von daher könnte halt eventuell ihr es Verschwendung sein, ihr den Geist zu geben. Dann haben wir halt noch Laura. Laura ist halt auch so kurz davor, wieder ihre Magie auszumaxen. Und sie hat halt noch 16 Level up. Also von daher, ja, denke ich mal schon, dass sie das in der Zeit noch schaffen sollte. Also von daher wäre halt so ein Geist für sie auch Verschwendung. Sie braucht es nicht unbedingt. Und alle anderen Einheiten sind physisch. Die brauchen es halt überhaupt nicht. Aber den kannst du vorab nehmen, den Thronschlüssel. So, Mikaya kriegt die Engelsrobe, damit sie ihr Opfer effektiver nutzen kann. Dann hat sie nämlich 25 KP statt 18. So, der Raubtierfeind-Skill wird halt erst. Und der Raubtiertod wird erst später interessant. Kannst du mal ein paar Bronzeschwerter ausleihen? Ich glaube, Edward hatte am Ende nur so viele noch, weil ich die alle von Mac rüber getradet habe. Also, den Schwertkämpfer müssen wir eine ganze Weile keine Schwerter kaufen. Auch so waffentechnisch sind wir eigentlich ziemlich tutti.
Ich würde die Dinger ja verkaufen, weil die bringen halt auch so nichts, ne? Können auch mal eben kurz speichern. Wüste des Verderbens. Den Norden haben wir bereits erkundet und trafen dort noch Raphael und seine Begleiter. Uns bleiben also noch der Osten und der Süden. Also, in welche Richtung gehen wir? Was ist los, Voluk? Gibt es ein Problem? Voluk sagt, er kann die Anwesenheit von Beok im Süden spüren. Viele Beok. Also ist es entschieden. Wir gehen Richtung Süden. Beeindruckend wie immer, General Taroneo. Doch ist uns der Gegner zahlenmäßig weit überlegen. Höchste Zeit, diesen Pakt zu zeigen, was richtige Kämpfer sind. Bist du bereit, Jill? Ich warte nur auf das Startzeichen. Na dann, auf sie! Wen sollte Benyon denn hier am Ende der Welt angreifen wollen? Wer sie auch sind, wir müssen ihnen helfen. Tja, und naja, wie schon unschwer zu erkennen ist, wir haben drei bekannte Gesichter. Taroneo als Lanzengeneral auf Level 14 mit einer Silberlanze, einem Langspeer und einem Heilmittel. Ziemlich knackigen Werten. Mit Kühnheit. Das kennen wir schon, das ist so ziemlich sein Start-Setup, was er halt auch schon hatte, als wir ihn in Path of Radiance getroffen haben. Dann haben wir Ziak, den wir ja schon in Path of Radiance benutzt haben. Und der auch auf Level 20 gebracht hat. Das heißt, Ziak hat hier tatsächlich einen kleinen Bonus gegenüber den anderen Einheiten. Und zwar kriegt er auf jeden Wert plus 2, beziehungsweise auf jeden Wert, den er maximiert gehabt hatte. Das heißt, Stärke, ich glaube, Geschwindigkeit und Fähigkeit hat er auch Maximum, ne? Das waren, glaube ich, so seine Maximalwerte. Deswegen kriegt er hier plus 2 drauf. Und sein Waffenlevel ist halt höher als normal, weil er halt auch Punkte dazu gekriegt hat. Und Ziak ist, glaube ich, einer der wenigen Leute, die halt S-Plus nach dem Aufstieg haben können. Ansonsten ist das halt nur spezielleren Klassen vorbehalten. Naja, er hat halt die Affinität Erde wie früher. Kritisch plus 10, Adept als Fähigkeit. Und naja, seinen treuen Schnitter hat er auch wieder mitgebracht. Er ist also startklar, hier wieder jede Menge Chaos anzurichten. Und dann haben wir unsere liebe Jill wieder. Jill hat es ja leider nicht geschafft, ihre Werte beziehungsweise noch das Maximallevel zu erreichen. Deswegen hat sie halt nur die Standardwerte. Hat aber dennoch ein Axtel A. Keine Fähigkeit. Und naja, sie ist halt Jill. Nur in älter. So, mit wem haben wir es denn hier eigentlich? Wir haben es mit Vistern zu tun, mit einer Leuchtabwehr, die man stehlen kann. Das könnte ziemlich nützlich werden, die sollten wir klauen. Mit der kann man nämlich so eine Magiebarriere errichten, wo halt niemand drüber kann. Da wir in späteren Kapiteln ziemlich defensiv spielen müssen, ist es ziemlich cool, wenn wir so ein Ding dabei haben. Der droppt ein Heilmittel. Kann man hier irgendwas klauen? Da hat ein Heilmittel. Gut, das sollten wir vielleicht versuchen zu organisieren. Wir müssen wieder an Barschaft kommen. Er hier hat auch ein Heilmittel. Oh, hier kann man Meistersiegel klauen. Ja, also da weiß ich doch schon, wo die Reise hingeht. Sote kann man auch nicht umstellen, ne? Nein. Was hat Sote denn für ein Movement? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Verdammt, ein Schritt und der könnte es klauen. Wen können wir denn eigentlich mitnehmen? Können wir alle mitnehmen? Wir können alle mitnehmen. Was ziemlich gut ist, weil alle trainiert sind. Let's go. So, da Mikaya und Iliana die Einzigen sind, die noch EP kriegen, sollten wir sie ein bisschen bevorzugen. Naja, Voluk kann halt auch immer ein bisschen kämpfen, um halt seinen Waffen-EP hochzutreiben. Er muss sich aber hier halt vor den Feuermagiern in Acht nehmen, weil, naja, Raubtier-Lagus sind schwach gegenüber, beziehungsweise Feuermagie ist sehr effektiv auf die, sagen wir es mal so rum. Das macht dann halt dreifachen Schaden. Da muss Voluk ein bisschen aufpassen, ansonsten kann er halt nicht ziemlich ohne Probleme Amok laufen. Ich dachte, das Meistersiegel möchte ich eigentlich ganz gerne haben. Ach, hier ist ja noch Sand. Gut, die können doch eh nicht ran. Was hat er für einen Angriff? Er hat 25. Ja gut, das würde ziemlich viel Schaden machen. Iliana hat doch nur 3 Verteidigung.
dann ist es wenig. Ich würde sie ja sonst hier hinstellen zum Baiten, aber naja. Oh, ich sollte vielleicht wieder alles umstellen. Animation an. Normal, so, damit die Charaktere nicht zu schnell sind. Ha. Naja, wir sollten versuchen, diesen Punkt hier einzunehmen, weil dann können wir hier einfach mit Mikaya und Iyana zustellen und hier kommt keiner hoch. Dann müssen die halt alle versuchen, daran uns vorbeizukommen. Den kannst du nicht besiegen. Unglücklich. Ha, unglücklich, unglücklich. Ein höher. Nehmen wir die Bronzewaffen, solange wir sie haben. Ja, wir kriegen nicht allzu viel EP raus. Und setzen wir Voluk mal gleich ein. Voluk ist ein ganz schön großer Hund. Ja, wie gesagt, er kriegt halt sehr wenig EP dafür. Aber er kriegt immerhin Waffenerfahrung dafür. Und das ist das Wichtige. Darauf kommt es an. Ich meine, jetzt so gerade dieses Kapitel sieht sehr einfach aus, weil wir halt alle aufgestiegene Einheiten haben. Oh, den kann man Mikaya wegdoppeln. Soll sie mal machen. Aber dadurch, dass wir halt so wenig EP kriegen, wird sich das halt wieder ausgleichen. Und wir werden ja noch weitere Charaktere dazu kriegen, die wir dann halt noch trainieren können. Wichtig ist es halt, dass der Bund der Morgenröte erstmal auf so ein Level gekommen ist, wo er halt auch bleiben kann. Und der kommt nicht an Mikaya ran. Du musst anhören. Uff, das letzte Mal schön bleiben. Stellen Sie einfach mal kacken dreist hier hin, dann kann er nicht runter. Da sind ja hier drei Felder, das sind nur zu zweit. Das heißt, die können uns nicht zustellen, aber die können jetzt hier nicht runter zu uns. So, die zwei sollen sich mal um die hier kümmern, dass wir uns schön das Meistersiegel klauen können. Oh, Aran kann sich ja noch bewegen. Ja, damit sollte Sote klarkommen. Sag ich doch. Naja, aus seinem Waffenlevel ist immer gestiegen. Na gut, er kommt her. Also er macht halt schon ganz gut Schaden auf Voluk. Voluk hat halt nur ordentlich KP, um das wieder auszugleichen. Wie sie sich alle auf Zirk stürzen. Genau, Junge, mach ihn fertig. Mach da weiter, wo du im Pass of Radiance aufgehört hast. Mit den Niederschnetzeln deiner Gegner. Jill ist die Einzige, die von denen noch nicht aufgestiegen ist. Sie ist mit Abstand die Schwächste. Also, jetzt nicht, weil sie halt die schlechteste Kämpferin ist, sondern halt einfach, weil sie vom Level am niedrigsten ist. Da müssen wir halt so ein bisschen auf sie aufpassen. Wäre blöd, wenn sie stirbt. Genauso, Zia, genauso will ich das sehen.
Moment mal, die Leute, die dort gegen Benions Soldaten kämpfen, das sind doch nicht etwa... Diese weiße Rüstung, nur wenige Generäle durften sie tragen. Es ist gut möglich, dass ich diesen Mann kenne. Wirklich? Nun, das ist noch ein weiterer Grund, ihnen beizustehen. Wir sollten uns beeilen. Habt ihr irgendwas Interessantes? Ne? Mein Meistersiegel. Und eine Lapfelsorte. Wow, er hat Magie dazu gekriegt und Verteidigung. Das ist ziemlich gut. Der Stärke hat er damit schon auf Maximum. So, mach ihn fertig. Fertig gemacht. Gut, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle eine klitzekleine Pause und sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich wünsche euch jetzt erstmal noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Verabschiede mich wie immer mit einem Ciao.